Moscheen in Deutschland. In den vergangenen Jahren wurden einige gebaut. Fast nie ohne Widerstände. Viele tun sich schwer mit Gotteshäusern für Muslime, wie mit Muslimen überhaupt. In Planetwissen geht es heute um den Islam in Deutschland. Wir schauen uns ältere und moderne Moscheen hierzulande genauer an. Unsere Gäste, der Lehrer für Islamkunde Ridwan Bauknecht und der Islamwissenschaftler Bülent Uçar, berichten über islamisches Leben in Deutschland. Doch zunächst geht es um die Geschichte. Ja, nicht erst mit den türkischen Gastarbeitern kam der Islam nach Deutschland. Schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts haben Muslime in Berlin gelebt und 1922 die erste islamische Gemeinde Deutschlands gebildet. Ja, und schon 100 Jahre vorher hat sich Goethe mit seiner Gedichtsammlung Westöstlicher Divan intensiv mit dem Islam beschäftigt. Wir haben hier eine Faksimile-Ausgabe und schauen Sie mal, das stammt aus der Feder von Goethe. Er hat sich also schon damals mit dem Orient, mit den Schriften, mit dem Arabischen sehr, sehr tief befasst. Und darüber werden wir später auch noch genauer sprechen. Und wenn man sieht, auf welche Widerstände Kuppeln und Minarette heute treffen, da gab es auch schon andere Zeiten bei uns. Wir haben da mal ein interessantes Beispiel für Sie. Ein Minarett ohne Muezzin, maurische Bauelemente, eine imposante Glaskuppel. Doch Reiseführer über Dresden verraten wenig über den seltsamen Bau, auf dessen Dach man wohlig in der Sonne sitzen kann. Wer oder was ist die Jenitze? Hört sich nicht sächsisch an, Jenitze? Ich habe jetzt vermutet, dass es der Name des Gründers ist. Ich bin hierher gekommen und hatte den Eindruck, mich irgendwo in der Nähe einer Moschee zu befinden. Und deswegen bin ich hier hochgefahren. Ja, ja, diese alte Tabakfabrik, Jenitze und Herr, nee, Jenitze hieß er sicher nicht, aber es war für seine Firma oder sein Markenname, der hat diese Fabrik in diesem Stil gebaut, ne? Ja, mehr weiß ich allerdings auch nicht. Eine Tabakfabrik war sie einst, die Jenitze, errichtet als Deutschlands erster Stahlbeton-Skelettbau. Ein mutiges Projekt, das 1907 von Architekt Martin Hamitsch begonnen wurde. Eine Fabrik im Stile einer Moschee hatte sich der Bauherr und Zigarettenfabrikant Hugo Zietz gewünscht, als optisch wirkungsvolle Werbung für seine Zigaretten. Jenitze nannte er den Bau nach einem Tabakanbaugebiet in der Türkei. Produziert wurde hier bis zum Zweiten Weltkrieg. Beim Angriff stark beschädigt, diente sie ab 1953 dem DDR-Tabakhandel als VEB-Tabakkontor. In den 90ern dann wurde die Jenitze saniert und als Bürohaus wieder eröffnet. Man nannte sie Tabakmoschee, aber auch das war problematisch, erinnert sich Gerd Kuhfuß, die gute Seele des Hauses. Es war also Ende der 90er Jahre, gab es hier so leichte Probleme, weil in Dresden rund 1500 Moslems damals lebten und die hatten also hatten keine Beziehung zu dem Begriff Tabakmoschee. Das war unser offizieller Name. Sie sagten dann, wir könnten in der Türkei nicht unsere Moscheen auch nicht Apfelkirche oder ähnlich nennen. Und deswegen haben wir dann also uns auch dazu entschlossen, im Jahr 2000 die Jenitze in Büroresidenz umzunennen. Und so ist es dann geblieben. Tabakmoschee oder Büroresidenz. Herr Bauknecht, welche Bezeichnung hätte Ihnen besser gefallen? Ja, weder noch. Also ich denke, der Name, der steht ja schon am Gebäude. Da stand nämlich Jenitze und das kommt auch aus dem Türkischen. Da steckt das türkische Wort Yeni drin. Das bedeutet eben neue, also neues Haus oder neue Stadt. Davon kommt der Name. Und für mich ist das neue Haus. Es ist zwar ein altes Haus, aber es steht für etwas, was etwas Neues bringt. Und so wäre das für mich das Haus der Begegnung, das neue Haus. Also man braucht gar keinen neuen Namen. Man Nein, müsste nur Jenitze, richtig ja. übersetzen. Ich will Sie ja kurz vorstellen. Ridwan Bauknecht, Sie sind Kultur- und Islamwissenschaftler, unterrichten Islamkunde an Schulen. Später werden wir da noch mehr dazu hören. Aber zunächst mal erklären Sie uns doch vielleicht mal, warum hat man vor 100 Jahren eine Tabakfabrik im Moscheestil überhaupt gebaut? Ja, ich denke, das ist eigentlich damals eine gewisse Mode gewesen, dieser Baustil. Also man hat sich das Bürgertum des 18. und 19. Jahrhunderts hat sich so mit dem Fremden auseinandergesetzt. Es war sozusagen eine Ästhetisierung des Fremden,
So wie beispielsweise man auch die wilde Natur für sich quasi ästhetisiert hat. Da sind dann schöne Bilder entstanden. Das Bürgertum hat angefangen, gewisse Spaziergänge durch die Natur zu machen. So ähnlich ist es auch mit dem Fremden, mit dem Orient. Ja? Es war also eine Art Ästhetisierung des Ganzen. Und so hatte man das Fremde zwar in sich aufgenommen, aber trotzdem war es auch ein bisschen noch auf Abstand geblieben. Man muss natürlich sehen, dass das Ganze ein bisschen auf ältere Zeiten schon zurückgeht. Aber das war erstmal der Grund, denke ich. Ja. Es gibt ja noch weitere Beispiele für diesen Moscheestil oder diesen maurischen Stil des Genau, die Wilhelma in Stuttgart ist ein Beispiel dafür, richtig. Schwetzinger Schloss. Richtig, ja. Mhm. Und auch das alles in diesem Stil, dass sich gerade Künstler und Philosophen vielleicht auch so ein bisschen geöffnet haben, anderen Kulturen zugänglich waren, anderen Religionen. Ja, genau. Also ich denke, das ist ein wichtiger Grund. Zum einen natürlich war es so eine Art Modeerscheinung, eine Ästhetisierung. Auf der anderen Seite gab es aber immer Einzelpersonen, die sich dann auch in einer gewissen Offenheit sich diesen Themen gewidmet haben, auch in der Wissenschaft. Diese Einzelpersonen, die haben eigentlich da dann auch eine gewisse Vorreiterrolle gespielt. Bei Künstlern, bei Philosophen, da denkt man natürlich sofort wieder an Goethe. Was hat nun Goethe so sehr am Islam fasziniert? Ja, das ist eine interessante Frage. Goethe hat daran interessiert, denke ich. Goethe war ein Mensch, den sehr interessiert hat die Spiritualität. Und auf eine gewisse Weise, denke ich, hat er im Islam Spiritualität und Vernunft in einer gewissen Vereinbarkeit gesehen. Goethe war sehr offen und zu dieser Zeit hat er im Islam auch eine gewisse Offenheit gesehen. Also eine Offenheit gesehen, keine Dogmatik. Und daran hat er Interesse gehabt. Außerdem muss man sagen, zur Zeit von Goethe war es tatsächlich so, dass sich langsam, was Jahrhunderte vorher stattgefunden hat, dass der Islam eben verpönt war, dass Mohammed als ein Häretiker galt oder sogar als Antichrist, dass sich das erst in dieser Zeit langsam gewandelt hat, dass man sich wissenschaftlich auch mit dem Koran auseinandergesetzt hat und dass es sozusagen die ersten Koranübersetzungen jetzt gab, die den Koran nicht einfach polemisiert haben. Ja? Und in diese Zeit kommt jetzt Goethe und er hat sich da auch mit der arabischen, mit der persischen Literatur auseinandergesetzt und auch mit der hochstehenden arabischen Theologie, die es ja gab, mit Kalam. Das war ein ganz wichtiges Thema für ihn. Also nicht nur die Literatur, auch Kalam, islamische Theologie, die wiederum die Philosophie beeinflusst hat. Weiterer Beweis für seine Begeisterung. Ich habe einen Vers gefunden, also Vers von Goethe aus diesem westöstlichen Divan, der liest sich so: Närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist, wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Das ist eigentlich aktueller, kann es gar nicht sein. Ne? Und es deutet darauf hin, was die Absicht Goethes war, nämlich Religion auch einander anzunähern, Verbindungen zu schaffen. Mhm. Dieses Buch möchten wir Ihnen zu dem Thema noch empfehlen. Das ist schon 50 Jahre alt, aber auch sehr, sehr aktuell. Katharina Mommsen hat sich da mit Goethe und Tausend einer Nacht beschäftigt, beziehungsweise Goethes Liebe zum Arabischen, zum Maurischen. Stelle ich Ihnen mit auf unser Online-Angebot planet-wissen.de. Wenn wir jetzt mal Goethe verlassen und einen Schritt weitergehen in der Geschichte, da gab es ja nun die erste islamische Gemeinde in Berlin schon in den 1920er Jahren, wie wir gehört haben. Woher kamen denn da die ganzen Mitglieder? Ja, das war ein interessantes Phänomen. In den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg kamen sehr viele Studierenden nach Deutschland aus dem Orient, weil hier die Devisen günstig waren und die haben sich dann oft in Berlin niedergelassen. Und es hat sich nicht nur ein Verein dort gebildet, es gab dort sehr viele Vereine. Dort gab es die Sufi e.V., Orient e.V. war ein Verein und es gab eine politische Szene dort auch. Dort wurde der Pan-Islamismus diskutiert, aber es gab dann zwei große Vereinsbildungen. Das war die Deutsch-Muslimische Gesellschaft und der zweite Verein war die Islamische Gemeinde. Und welche Bedeutung hatte das? Ja, das ist so, wie wenn Sie mit einem Brennglas da drauf schauen und dort können Sie dann
betrachten, wie interkulturelle Muster in der Begegnung von Menschen durchbrochen werden. Also ganz interessant, wenn wir von der Integrationsdebatte sprechen und so weiter. Das hatten wir in den 20er Jahren in Berlin. Dort gab es auch eine große Periodika, die Muslimische Revue, war eine Zeitschrift, die rauskam über fast 2 Jahrzehnte, wo dann diskutiert wurde über politische Systeme, über Philosophie und Islam, ist das kompatibel? Und das ist das Faszinierende in dieser Zeit gewesen, dass also plötzlich Menschen vor Ort waren, wo doch bisher immer über den Islam geredet wurde als Feind an der Grenze, dass plötzlich jetzt diese Menschen da waren und die auch noch was gemacht haben, nämlich dort eine Moschee gebaut haben, dort eine Zeitschrift produziert haben und dort dann irgendwann als Ärzte gearbeitet haben. Und die Bevölkerung, die Berliner Bevölkerung hat oft gut reagiert. Da gab es zum Beispiel einen Journalist, der dann gesagt hat, ja, der Vereinsgründer, das war ein Inder, der Hayri, der hat, glaube ich, als Arzt gearbeitet auch und war gleichzeitig Imam in der Moschee. Ja, der Sohn von dem, der wird irgendwann mal den Berliner Dialekt sprechen. Mhm. Ja. Aber das heißt doch dann, dass dieser Ansatz des gemeinsamen Lebens der 20er Jahre, das wird doch dann später wieder durch die Nationalsozialisten zerstört eigentlich. Richtig, oder? Komplett. Das hieß dann, ging das schon los in den 30er Jahren. Auch das ist sehr interessant zu verfolgen in der Muslimischen Revue, in dieser Zeitschrift, wie das diskutiert wurde. Wie gehen wir mit dem 1000-jährigen Reich um? Gibt es sowas überhaupt, ein 1000-jähriges Reich? Also als Ansatzpunkt. Und dann wurden tatsächlich, als der Krieg ausbrach, wurden viele auch interniert, weil sie Angehörige von Feindstaaten waren. Letztendlich überall da, wo die Engländer, englisches Protektorat war. Und viele sind gegangen. Ja, vor allem die Leute von der deutsch-muslimischen Gesellschaft. Und dann fand eine Gleichschaltung statt. Das heißt, ein Verein wurde ausgewählt, das war nämlich die Islamische Gemeinde zu Berlin. Von den 2 Großen wurde einer ausgewählt und der wurde gleichgeschaltet. Da wurden dann Leute reingesetzt vom Auswärtigen Amt und so weiter. Und dann kam die Geschichte 1943 mit Amin al-Husseini aus Jerusalem. Das ist aber nochmal ein Feld für sich dann. Nach dem Krieg, besonders dann in den 60er Jahren, da kamen wieder Menschen islamischen Glaubens nach Berlin und dann auch in die übrige Bundesrepublik. Und auch in der Moschee in Wilmersdorf wurden wieder wichtige Feste gefeiert. Und die Berichterstattung ähnelte der in der Lokalpresse der 20er Jahre. Wir haben da etwas im Archiv der Berliner Abendschau gefunden. Die Moschee in der Brienner Straße in Wilmersdorf war heute Schauplatz des höchsten islamischen Feiertages. Die Mohammedaner Berlins begingen das Eid al-Adha, das Fest der Opfer. Es wird jedes Jahr als Abschluss der Pilgerfahrt nach Mekka gefeiert. Und die Muslims bringen an diesem Tage ihrem Gott Allah ein Schlachtopfer dar. Auch in Berlin, wo das gemeinsame Gebet in der Moschee mit dem Blick nach Mekka das Fest der Opfer einleitet. In der 1924 erbauten Moschee finden die annähernd 1000 in Berlin lebende Mohammedaner ihre seelsorgerische Betreuung. 75 von ihnen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit und sind zum größten Teil Berliner, die zum islamischen Glauben übergetreten sind. Die Muslims stammen aus Indonesien, Pakistan, Persien, Ägypten, Syrien, Tunesien, Marokko und dem Libanon. Das heutige Fest, das Eid al-Adha, wird gefeiert in Erinnerung an Abraham, der seinen einzigen Sohn Ismail Gott opfern wollte, so wie es im Heiligen Koran und im ersten Buch Moses geschrieben steht. Das Tieropfer versinnbildlicht die Bereitschaft der Muslims, auch den tierischen Wunsch zu opfern, die Menschen beherrschen zu wollen, und erinnert an die Bereitschaft, ihr Leben Allah zu weihen und für die Verteidigung der Wahrheit einzusetzen. In dem Film wurde jetzt von Mohammedanern gesprochen. Das sollte man aber nicht sagen. Also dieser Begriff ist eigentlich verpönt heute, ne? Ja, doch. Die Muslime empfinden den Begriff als eine Herabwürdigung. Das hat eben mit der Geschichte auch zu tun. Jahrhundertelang
bereits im Mittelalter war eben der Muslim der Feind an der Grenze, der auch zum Feind an der Grenze gemacht wurde, so wie der Jude teilweise Feind im Innern waren. Das hat viel auch mit Antisemitismus und Anti-Islamismus zu tun, beziehungsweise mit Legendenbildung. So war der Jude der Sündenbock, der zum Beispiel die Pest verursacht hat, indem er Brunnen vergiftet hat, aber der Auftraggeber war der König von Cordoba, also ein Muslim. Und Klerus und Adel haben deshalb eben auch politisch da Feinde benutzt, um im Inneren, Stichwort Bauernaufstände oder Probleme innerhalb der Kirche, zu einen. Mhm. Deswegen lieber diesen Begriff nicht verwenden. Ja. Wie ist das denn eigentlich bei Ihnen? Sie sind ja nicht ursprünglich Muslim gewesen. Ja. Sie sind konvertiert. Verraten Sie uns, wie es dazu kam? Ja, gerne. Also der Islam ist mein Zugang zur Spiritualität. So, und wann haben Sie das gemerkt? Das habe ich schon vor einigen Jahren bemerkt. Das war 1993, wo ich konvertiert bin. Und ich würde, eine Konversion wirkt für die Außenstehenden oft manchmal etwas befremdlich, ne, muss man sagen. Aber für mich selbst war es etwas Normales und ohne, dass ich mich jetzt irgendwie als Person verändert hätte. Für mich ist es mein Zugang zur Spiritualität. Und das heißt auch, dass eine Konversion es eigentlich auch schon immer gab. Es gibt auch Konversionen vom Islam zum Christentum. Und das ist auch gut so. Der Mensch ist verschieden und der Mensch muss seine Religion leben können, seine Spiritualität leben können. Von Saulus zu Paulus. Also wir haben Konversionen, die gehören zu Menschen und die gehören zur Geschichte. Und ich bin konvertiert, weil das Gebet in meinem Alltag mir gut tut, weil ich gerne faste. Das macht auch Spaß, sollte man nicht für möglich halten. Und das sind einfach Gründe, wo Islam gehört zu meinem Alltag, gehört zu meiner Spiritualität. Ich möchte noch ein ganz kleines bisschen wieder zurück in diese geschichtliche, in das geschichtliche Fahrwasser. Ich möchte noch mal über die 60er Jahre sprechen, über die Muslime in Deutschland. Damals wurde ja dieses Anwerbeabkommen geschlossen zwischen der Bundesrepublik und Tunesien und der Türkei und dem damaligen Jugoslawien. Das heißt, da sind die Muslime zu uns gekommen. Man hat sich gar nicht groß Gedanken darüber gemacht, dass die natürlich auch ihre Religion bei uns ausüben wollen, weil man davon ausging, die gehen ja auch wieder zurück. Genau. Welcher Kontakt bestand damals zu der Zeit eigentlich zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen? Also ich denke, dass teilweise ganz schöne persönliche Kontakte entstanden sind. Ja? Also ich kenne ja auch türkische Migranten, die hier groß geworden sind. Und es entstanden schöne Kontakte mit schönen Erinnerungen teilweise auch. Aber es wurde keine Institutionalisierung vorangetrieben. Das heißt eben, wir stehen jetzt vor einem großen Problem, dass wir Integrationsprobleme haben. Es wurde nicht frühzeitig genug angefangen, eben, dass auch sich Gedanken über den Religionsunterricht zum Beispiel gemacht werden. Mhm. Abschließend wollen wir auf jeden Fall noch erwähnen, dass sich die ARD auch sehr ausführlich mit dem Islam beschäftigt, in einem großen Projekt Gesichter des Islam. Dazu gibt es eine wunderbare Website, stelle ich Ihnen auch mit auf unsere Linktipps auf www.planet-wissen.de. Aus den Gastarbeitern muslimischen Glaubens sind Einwanderer geworden. Doch wie und wo üben sie ihre Religion aus? In den 60er und 70er Jahren entstanden Gebetsräume in alten Fabrik- oder Hinterhofgebäuden. Inzwischen gibt es immer mehr Moschee-Neubauten bei uns. Wie sehen sie aus? Wie sind sie aufgebaut? Und welche Bedeutung haben sie im Islam? Bei uns ist jetzt Bülent Uca, Islamwissenschaftler, Professor an der Universität Osnabrück und gläubiger Muslim. Herzlich willkommen. Wie sieht denn die Moschee aus, in die Sie gerne gehen? Meine Moschee, also die Moschee, die ich besuche, ist im Grunde genommen so etwas wie eine Hinterhofmoschee. Sie ist sehr einfach aufgebaut. Diese Moschee hat kein Minarett, keine Kuppel, sondern ist ja eine umgebaute Räumlichkeit und sehr einfach im inneren Bereich eingerichtet. Mhm. Können Sie uns vielleicht mal erklären, was eigentlich genau eine Moschee ist im Gegensatz zur Kirche? Da gibt es ja Unterschiede. Ja, die Gemeinsamkeiten sind aber größer als sozusagen die Unterschiede im Vergleich Kirche-Moschee. Moschee, der Begriff kommt ja ursprünglich aus dem Spanischen, Englischen, Mosque, Mesquitas und der arabische Begriff ist Masjid. Masjid ist der Ort der Niederwerfung. Im Grunde genommen ist die Moschee der Ort, wo die Muslime ihr gemeinschaftliches Gebet verrichten. Zugleich ist die Moschee der Ort, wo man zusammenkommt,
wo ja seelsorgerisch die Gemeinde betreut wird, wo Kinder und Jugendliche in religiösen Angelegenheiten unterwiesen werden. Und im Grunde genommen ist es ein Ort der Zusammenkunft. Es ist im Gegensatz zu einer Kirche kein Sakralbau. Richtig? Richtig. Also nicht der Bau selbst ist heilig. Nein, im Islam ist die Moschee an und für sich kein Ort, der sozusagen einen heiligen Status hat. Muslime können im Grunde genommen überall dort das Gebet verrichten, wo es sauber ist. Und zwar bezieht sich diese Reinheit zum einen auf das Körperliche. Der Ort, wo man das Gebet verrichtet, muss sauber sein. Und darüber hinaus muss es auch sozusagen eine gewisse ethische Reinheit besitzen. Das heißt, der Eigentümer dieses Ortes, wo das Gebet beispielsweise verrichtet wird, muss das akzeptieren. Mhm. Wird denn in einer Moschee auch geheiratet? Und gibt es einen Kalender zum Beispiel? Es gibt viele Muslime, die auch in den Moscheen entsprechende Feiern verrichten, auch Ehen schließen. Das ist in der Tat so. Darüber hinaus gibt es in der Tat auch einen liturgischen Kalender. Beispielsweise ist der Monat des Ramadans sehr wichtig für die Muslime, aber es gibt noch zwei Monate, die davor geschaltet sind. Man spricht davon den sogenannten drei Monaten, die einen besonderen Status, zumindest so im Volksislam, bei den Muslimen haben. Und dazu gibt es auch besondere Nächte, die ebenfalls im Volksislam sehr stark etabliert sind. Und dazu gehört beispielsweise die Nacht der Geburt des Propheten oder die Himmelsreise des Propheten. Das sind wichtige Ereignisse sozusagen an diesen Tagen. Und da geht man dann auch in die Moschee? Ja, man geht relativ häufig an den Abenden in die Moscheen und betet zusammen. Nun gibt es in Deutschland ja immer wieder Diskussionen, wenn Moscheen gebaut werden. Die einen sagen, wir sind dagegen, dass sich eine andere Religion oder eine andere Kultur so fest bei uns verankert. Die anderen sagen wiederum, nee, das ist uns Beweis dafür, dass sich der Islam abgrenzen will oder die Muslime. Wie schätzen Sie die ganzen Sachen ein? Also sehen Sie, in großer Zahl sind die Muslime erst in den 60er Jahren bedingt durch die Arbeitsmigration nach Deutschland gekommen. Und die erste Generation, das waren Arbeiter, Arbeitskräfte. Diese Menschen wollten in der Tat in Deutschland nicht sesshaft werden. Die haben Moscheen gebaut, aber als sogenannte Hinterhofmoscheen, weil die ihre Zukunft nicht hier in diesem Land gesehen haben. Das waren Übergangslösungen. Und erst in den 90er Jahren haben die Migranten, die Muslime selbst begriffen und verstanden, dass sie hier in Deutschland zu Hause sind, dass sie hier heimisch sind und dass sie auch hier bleiben möchten, sodass sie von dieser Zeit an begonnen haben, ordentliche Moscheen aufzubauen. Und diese Moscheen mit Minarett und mit Kuppel und so weiter ist daher im Grunde genommen der Beleg dafür, dass diese Menschen ihre Zukunft nun hier sehen. Und deshalb ist das auch ein Beitrag zur Integration. Wie viele Moscheen gibt es überhaupt in Deutschland? Weiß man das denn? Wir haben die genaue Zahl kennt keiner, weil der Islam weitgehend statistisch nicht erfasst ist in Deutschland. Der Islam als Religionsgemeinschaft ist staatlich noch nicht anerkannt. Aber Schätzungen gehen davon aus, dass wir rund 2000, 2500 Moscheegemeinden in Deutschland haben. Mhm. Tatsache ist, Moschee ist nicht gleich Moschee. Sie können sehr unterschiedlich in der Gestaltung sein und das schauen wir uns mal an. Moscheen wie aus 1001 Nacht. Gebaut vor wenigen Jahren in Rendsburg, Bremen und Duisburg. Ähnliche Gotteshäuser entstehen in vielen deutschen Städten, oft begleitet von Protesten der Anwohner. Aber auf Kuppeln und Minarette wollen die meisten Muslime nicht verzichten. Die Gemeinden benutzen einfach diese Stile so, als wäre das Normalste von der Welt. Als gäbe es keine zeitgenössische Architektur. Christian Welsbacher ist Autor des Buches Euro-Islam-Architektur. Er glaubt, dass moderne Baustile die Moschee-Debatte entschärfen könnten. Die Moschee ist fraglos eine der wichtigsten Bauaufgaben, die wir im 21. Jahrhundert in Europa haben werden. Deswegen ist es sinnvoll, die Klischee-Vorstellungen von Abendland und Morgenland hinter sich zu lassen. Das islamische Zentrum in Wolfsburg. Die Moschee hat kein Minarett und fügt sich dezent in die Umgebung ein. Die moderne, unaufdringliche Form war ein Kompromiss, um zentrumsnah bauen zu dürfen. Und um der gemischten muslimischen Gemeinde in Wolfsburg gerecht zu werden. Wir mussten ohnehin einen Nenner finden, der diese ganzen verschiedenen Ethnien unter eine Glocke bringt. Und da war auf einmal, glaube ich, diese, in Anführungsstrichen, zeitgemäße, mehr will ich gar nicht sagen, Architektur, eine sehr gute Klammer plötzlich. Bei der Arbeit an der Moschee hat Heidmann viel über den Islam gelernt. Etwa, dass diese Religion keine Bauregeln kennt. Kuppeln und Minarette sind historisch entstanden, aber keine Pflicht. Als ich
nach Wolfsburg kam, vor 2 Jahren, war mein erster Eindruck architektonisch gelungen. Sehr schön. Und als ich drin war und mein erstes Gebet sozusagen hier in der Moschee verrichtet habe, habe ich gesagt, jawohl, in dieser Moschee möchte ich sein, hier bin ich gerne und hier möchte ich auch wirken. Die Idee einer modernen Islamarchitektur hat diese Moschee wie keine andere in Deutschland verwirklicht. Das Islamische Forum im bayerischen Penzberg gilt wegweisend dafür, wie durch Neuinterpretation islamischer Stilelemente etwas völlig Innovatives entstehen kann. Entworfen wurde das Penzberger Forum von dem Augsburger Architekten Alen Jasarevic. Eine moderne Lösung stand für den gebürtigen Bosnier außer Frage. Mein Büro oder ich, wir zeichnen keine traditionellen Moscheen, weil wir einfach von diesem Modell, so schön es auch ist, und bauhistorisch natürlich eine wunderbare Typologie darstellt, einfach nicht zukunftsfähig ist. Hier, vielleicht in der Türkei, vielleicht irgendwo in Arabien, aber hier ist er einfach nicht zukunftsfähig. Jasarevic ist selbst Muslim und hatte von Anfang an das Vertrauen der Gemeinde. Sein Entwurf für eine ganz untypische Moschee sorgte dennoch für Skepsis. Das muss man auch verstehen, weil wenn Sie jetzt eine Sekunde lang sich ein Bild von einer Moschee in den Kopf vergegenwärtigen würden, was für eine Moschee haben Sie im Kopf? Die mit dem Minarett und mit der Kuppel. Und so geht es natürlich den Bauherren, den Vorständen genauso. Das ist ihr erstes Bild, was sie im Kopf haben. Jetzt kommt jemand, der ist jung, ja, und will es irgendwie anders machen. Seine Ideen überzeugten. Kubus statt Kuppelbau, klare Linien und ein Minarett, das den Gebetsruf kalligraphisch umsetzt. Das Design vermittelt Transparenz und Offenheit. Diese blaue Glaswand, durch die man so ein bisschen reinspitzeln kann. Ja. Das ist jedes Mal eine sehr positive Rückmeldung der Penzberger. Boah, da kann man reinschauen. Warum nicht? Es ist ja nichts zu verbergen da drin. Die Türen stehen immer offen. Kultureller Dialog, befördert durch ansprechendes Design. Hier funktioniert's. Seit der Eröffnung waren schon 20.000 nicht-muslimische Besucher in der Moschee. Das Beispiel Penzberg zeigt, wie man Moschee denken kann, wenn man im europäischen Raum baut. Ich bin ganz fest überzeugt sogar, dass man mit neuen Gebäuden, mit frischen Gedanken auch das Image der Muslime aufbessern kann. Das war jetzt im Grunde genommen ein Plädoyer für den Bau von Moscheen im zeitgenössischen Stil. Was halten Sie davon? Absolut richtig. Ja? Sehen Sie, wir leben sozusagen im 21. Jahrhundert. Und die Nachahmung des byzantinisch-osmanischen Stils sozusagen in der Moderne hier in Europa, in Deutschland, wird uns nicht wirklich weiterbringen, denke ich. Es ist verständlich, dass die erste Generation der Muslime, vielleicht auch noch die zweite Generation, sozusagen, wenn sie an Moschee denkt, gleich an Bauwerke denkt mit Minarett und Kuppel. Aber mittlerweile leben Muslime seit einem halben Jahrhundert in großer Zahl in Deutschland. Und immer mehr Muslime meiner Generation beispielsweise wünschen sich auch eine andere Architektur von Moschee. Nicht, weil man sie dazu zwingen sollte, sozusagen städtebaulicher Hinsicht oder weil irgendwelche Rechtspopulisten dagegen agieren, sondern aus einem Prozess der Selbsterkenntnis heraus, denke ich, dass es auch im Sinne der Muslime selbst ist, wenn sie solche Moscheen aufbauen. Also Minarette und Kuppeln müssen nicht sein. Dann lassen Sie uns doch mal eine Moschee angucken. Wir haben da vorne, vielen Dank übrigens an das Architekturbüro, die geplante Kölner Moschee im Modell. Was gehört denn nun zu einer Moschee? Also welche Elemente? Im Grunde genommen ist das ein schönes Beispiel für eine Synthese. Also das ist weder eine Moschee, das nach rein traditionellen Maßstäben errichtet worden ist, noch ist es eine Moschee, das ausschließlich modernen Kriterien entspricht, sondern es ist eine vernünftige Mischung von beidem. Und ich denke, die Synthese belebt das Ganze auch. Eine Moschee braucht im Grunde genommen nichts anderes als einen sauberen Raum. In einer Moschee ist die Gebetsnische, das ist der Ort, wo der Imam das sozusagen Gebet vorbetet. Das kann man vielleicht an diesem Bild auch sehen. Genau, da haben wir es gerade. Genau. Und darüber hinaus gehört in jede gut ausgestattete Moschee auch zugleich die Kanzel. Das ist der Mimbar zur Rechten, das ist die Kanzel. Die wird benutzt zur Freitagspredigt jeweils immer
zum wöchentlichen Zusammentreffen. Von einem Freitagsgebet haben wir auch ein paar bewegte Bilder, können wir Ihnen mal zeigen. Ganz signifikant ist ja immer dieser Gesang des Imam. Sind das immer Korantexte? Ist ein Imam da auch frei oder was ist der Inhalt? Das ist immer unterschiedlich. Das, was wir jetzt vorhin gehört haben, das war der Gebetsruf. Momentan, gerade zuletzt, haben wir das gemeinschaftliche Gebet gesehen, wie es verrichtet wird. Und beim Gebet ist es so, dass in der Regel memorierend aus dem Koran rezitiert wird. Bisher werden diese Imame ja nicht in Deutschland ausgebildet, sondern im Herkunftsland. Das heißt, sie sind vom dortigen Land geprägt. Ist das gut? Ist das schlecht? Wird sich das ändern? Auch das ist ein Entwicklungsprozess. Wir haben es mit Imamen zu tun, die zu über 90% in Deutschland aus dem Ausland kommen, mehrheitlich aus der Türkei. Diese Imamen haben sicherlich ihren Beitrag geleistet zur religiösen Bildung und Erziehung der Muslime in der Anfangszeit. Aber diese Imame erfüllen einfach die objektiven Voraussetzungen nicht, um ihre Gemeinde effektiv betreuen zu können, weil sie meistens der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dazu Deutschland nicht kennen, die Kultur, die Geschichte nicht kennen. Obwohl die islamischen Verbände haben das so einigermaßen verstanden und versuchen auch durch Weiterbildungsangebote, durch Fortbildungsangebote Sprachkompetenzen auszubauen. Aber das alles reicht nicht. Das sind Übergangslösungen. Was wir in Deutschland brauchen, ist eine ordentliche Imamausbildung. Und zwar wäre das Ideal eines Imams, der in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, hier sozialisiert ist und zugleich auch seine Heimat und seine Zukunft hier in Deutschland sieht. Wenn es uns gelingt, Imame in Deutschland auszubilden, leisten wir einen wichtigen Beitrag, denke ich, zum gedeihlichen Zusammenleben, zur Integration. Und das ist auch langfristig im Sinne und im Interesse der Muslime selbst. Ich möchte noch mal gerne zurückkommen auf die Moschee selbst. Wie ist es denn eigentlich da mit der Trennung von Männern und Frauen? Da hört man die unterschiedlichsten Dinge, teilweise schockierende, für Frauen schockierende Dinge, teilweise das Gegenteil. Wie ist es denn? Es ist im Grunde genommen so ähnlich wie in jüdisch-orthodoxen Gemeinden. Es gibt da verschiedene Modelle. Grundsätzlich ist in der Tat eine Separation vorgesehen beim Verrichten der Gebete beispielsweise. In Deutschland haben wir es mit Moscheen zu tun, wo Männer und Frauen nach Geschlechtern separiert werden. Das hängt damit zusammen, dass die Moscheen, wie gesagt, nicht entsprechend aufgebaut sind, sondern meistens ist es so, auf der ersten Etage beten die Männer, auf der zweiten Etage die Frauen. Das ist sozusagen die Regel. Wenn man aber ordentliche Moscheen aufbaut, wie wir das vorhin gesehen haben, dann gibt es sozusagen eine Empore. Das ist sozusagen ja halbgeschossig und auf dieser zweiten Halbetage sitzen quasi die Frauen und verrichten das Gebet auf dieser Ebene und unten sitzen die Männer. Also letztlich in einem Raum, aber dennoch getrennt. Und eine dritte Alternative schließlich ist, dass Männer das Gebet im vorderen Teil verrichten und Frauen im hinteren Teil. Manche stören sich daran, man muss das aber auch so ein bisschen vor dem Hintergrund der Tradition sehen und andererseits beim Gebet, da bückt man sich nieder und man wirft sich nieder und nicht jeder Frau ist es sehr angenehm, sich sozusagen vor fremden Männern vorzubeugen. Das sind also auch verschiedene andere Faktoren, die man da mit bedenken muss. Ja, es ist schon erstaunlich, dass es bei uns 2500 Moscheengemeinden gibt und ich selbst zumindest noch nie eine Moschee betreten habe. Aber damit mehr Nicht-Muslime Moscheen kennenlernen, findet seit 1997 jedes Jahr der Tag der offenen Moschee statt. Immer am 3. Oktober. Die Schuhe müssen draußen bleiben und heute sind es ganz besonders viele. Etliche tausend Menschen allein in der Schehidlik-Moschee am Columbia-Damm. Viele kommen aus purer Neugierde, hatten bisher wenig Berührung mit Muslimen. Ja, also ich habe nicht so sehr viel Ahnung vom Islam und wollte mir das einfach mal ansehen, zumal diese Moschee ja auch als besonders hübsch bekannt ist. Das bisher wohl imposanteste muslimische Bauwerk der Stadt besteht aus vielen liebevollen Details. Für viele Besucher öffnet sich eine Welt, die nach wie vor eher unbekannt ist, die aber auch eine gewisse Faszination hat. Ich bin froh, dass ich in dieser Moschee einmal gewesen bin, weil ich sie wunderschön finde. Und ich möchte damit eben auch den muslimischen Bürgern gegenüber ausdrücken, dass ich mich dafür interessiere und dass ich ihren Glauben respektiere. Das begrüßt die muslimische Gemeinde am Columbia-Damm. Ich meine, es gibt nichts Besseres für das gegenseitige Verständnis, wenn man vor Ort kennenlernen kann, was der andere ist. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das persönliche Kennenlernen.
In Wilmersdorf steht die älteste Moschee Deutschlands, 1924 erbaut. Eines der wohl schönsten muslimischen Gotteshäuser der Stadt. Und eines, das sprachlich nie in der Nische war. Das zeigt die Gemeinde auch den Besuchern. Die Predigtsprache ist seit 1928 deutsch. Weil ja die Moschee gegründet worden ist, um den Deutschen den Islam darzustellen. Und ich kann natürlich den Deutschen den Islam nur darstellen, wenn ich auch deutsch die Predigt halte und in Deutsch die Informationen weitergebe. Liebe für alle, Hass für keinen, so das Motto der Ahmadiyya-Gemeinde in Reinickendorf. Hass und Anfeindung gab es viel in letzter Zeit für die Muslime, die ihr neues Gotteshaus in Heinersdorf bauen wollen. Der Imam kann die Ängste zum Teil verstehen. Wenn die Menschen jahrelang über den Islam nur etwas vermittelt bekommen, was negativ ist und erschreckend ist, dann was können sie anders denken? Sie können, natürlich, sie haben Angst. Im Lauf also die Entwicklung besserer Beziehungen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Das zeigt das rege Interesse am Tag der offenen Moscheen. Ein Verhältnis, das allerdings auch häufig Rückschläge erhält. Die kulturelle Brücke, sie befindet sich weiter im Bau. Ja, der Tag der offenen Moscheen, der ist am 3. Oktober. Das ist natürlich auch der Tag der deutschen Einheit. Da fragt man sich, ist das jetzt Absicht? Ist das, wie muss man das einordnen? Ist es gut oder schlecht? Ja, das ist eine Sache des Standpunktes, die Sie einnehmen. Für die einen ist es sozusagen das Musterbeispiel dafür, wie Parallelgesellschaften gebildet werden. Gerade am Tag der deutschen Einheit sowas einzuführen, das ist eine Provokation für die einen. Für die anderen ist es gerade sozusagen das Zugehen auf die Mehrheitsgesellschaft und sozusagen gerade am Tag der deutschen Einheit wollen wir damit demonstrieren, dass wir dazugehören und Teil des Ganzen sind. Also letztlich Beurteilung ist abhängig von dem Betrachter. Mhm. Um nochmal auf die Moscheen auch zurückzukommen, den Bau der Moscheen, wie kann man es da denn vermeiden, dass es immer wieder zu so großen Protesten und auch zur Verunsicherung in der Bevölkerung kommt? Ich glaube, dass die Angstdebatte in Deutschland im Zusammenhang mit dem Islam sehr prägend ist für alle Beteiligten. Und da muss man diese Ängste dieser Bevölkerung auch ernst nehmen. 60, 70, 80% der Mehrheitsbevölkerung in Deutschland verbinden den Islam mit Frauenfeindlichkeit, mit antidemokratischer Grundhaltung, mit Intoleranz, mit Terror und so weiter. Und da muss man auch die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen. Andererseits müssen die Muslime auch verstehen, dass sie auf die Bedürfnisse der Mehrheitsgesellschaft zugehen müssen. Einerseits, andererseits muss auch die Mehrheitsgesellschaft eines verstehen, also baurechtliche Art meine ich damit. Andererseits muss auch die Mehrheitsgesellschaft verstehen, dass die Muslime, 4 Millionen an Zahl, ein Bestandteil dieser Gesellschaft sind und Religionsfreiheit gilt für sie genauso wie für alle anderen. Es gibt zum Thema zeitgenössische Architektur oder Moscheebau in Europa ein sehr gutes Buch, das ich Ihnen empfehlen möchte. Euro-Islam-Architektur, die neuen Moscheen des Abendlandes von Christian Welsbacher. Das stelle ich Ihnen mit auf unser Online-Angebot planet-wissen.de. Dort finden Sie diese Tipps und auch alle Links, die wir Ihnen in der Sendung geben. Moscheen in Deutschland. Behutsam geplant, können sie den interreligiösen Dialog befördern. Doch Ängste und Befürchtungen gibt es auch in Bezug auf das, was in den Moscheen hierzulande gepredigt wird. Wie sieht das religiöse islamische Leben bei uns heute aus? Welche Richtungen und Strömungen gibt es? Was könnten Wege zu einem deutschen Islam sein? Bülent Uçar, Sie sind Islamwissenschaftler, Professor an der Universität Osnabrück und ein in Deutschland geborener Muslim. Und Sie sind auf eine katholische Grundschule gegangen. Wie ging das? Ja, das schulde ich meinem Vater. Als die Einschulung war, hat mein Vater sich entscheiden müssen zwischen der katholischen Bekenntnisgrundschule und der ja, religionsneutralen städtischen Schule. Mein Vater hat sich für die katholische Bekenntnisgrundschule entschieden, weil er sagte, Katholiken und Muslime haben eine Gemeinsamkeit, beide glauben an Gott. Und das Zweite ist, auf der Schule gibt es wenig Türken, da lernst du ordentlich Deutsch. Das war sozusagen sein Argument. Und ich war in der Tat auch auf dieser Schule. Da wurde jeden Morgen das Vaterunser gebetet. Und als kleiner Junge merkte ich, irgendwas stimmt da nicht. Und habe das sofort meinem Vater gemeldet und habe gesagt, Papa, wir beten jeden Morgen das Vaterunser vor Schulbeginn. Und er sagte, mein Sohn, wir sind Mohammedaner, was ja völlig falsch ist. Aber mein Vater wusste es damals auch nicht besser. Er sagte, wir sind Mohammedaner.
Wir beten anders als die Katholiken. Aber wenn deine Mitschüler beten, dann stehst du aus Respekt gegenüber deinen Mitschülern mit auf. Wenn die das Vaterunser aussprechen, sagst du aber ganz leise, ohne deine Nachbarn zu stören, Allah, Allah, Allah. Und genau das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Und das war eine sehr schöne Entwicklung. Und das ist für mich auch ein Beispiel dafür, wie man einerseits auf die Mehrheitsgesellschaft und ihre Befindlichkeiten zugehen kann und andererseits seine eigene kulturelle Identität und religiöse Identität nicht aufgibt. Sie sind heute Professor für islamische Religionspädagogik. Was genau unterrichten Sie da? In Deutschland gibt es seit einigen Jahren an verschiedenen Hochschulstandorten die Möglichkeit, islamische Religionspädagogik zu studieren, weil die Bundesländer haben begriffen, dass wir auch islamischen Religionsunterricht brauchen. Und diese müssen nun hier an staatlichen Hochschulen ausgebildet werden. Bei uns an der Universität Osnabrück gibt es seit dem Jahr 2007 einen entsprechenden Studiengang. Und wir möchten Religionslehrer für den islamischen Religionsunterricht hier in Deutschland ausbilden. Und zwar möchten wir auch, dass Studentinnen und Studenten, die in Deutschland sozialisiert sind, das Fach studieren und nachher entsprechend unterrichten. Im entsprechenden Studiengang gibt es verschiedene Bestandteile. Zum einen das theologische Profil, wie beispielsweise Koranexegese, islamische Geschichte, das Leben des Propheten. Arabisch ist ein wichtiges Fundament. Und zum Dritten haben wir auch interreligiöse und interdisziplinäre Komponenten. Also unsere Studenten müssen beispielsweise unbedingt auch katholische und evangelische Theologie mitstudieren. Und Imame werden von Ihnen auch ausgebildet? Es wurde ja inzwischen beschlossen, dass das in Zukunft so sein soll. Momentan bilden wir die Imame weiter, weil wir es mit Imamen zu tun haben, die seit Jahrzehnten in Deutschland tätig sind. Und einen islamischen Theologen auszubilden, das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht seine Zeit. Und die Bundesregierung, der Wissenschaftsrat, hat nun vor kurzem beschlossen, diese islamischen Theologen in Deutschland auszubilden. Das wird ein Prozess sein. Ab dem kommenden Jahr wird man ordentlich in einem grundständigen Studiengang diese Imame ausbilden. Aber im Output-Bereich wird das Ganze noch mindestens 6, 7, 8 Jahre dauern, bis diese Leute in den Moscheegemeinden aktiv sind. Aber Sie freuen sich darauf, nehme ich an, oder? Ja, weil ich glaube, dass man mit Imamen, die sozusagen nur für eine Übergangszeit nach Deutschland kommen, quasi selbst Fremde unter Fremden sind, nicht wirklich effektiv einen Beitrag zum Zusammenleben, zur Integration leisten kann und andererseits auch nicht wirklich auf die spezifischen Bedürfnisse in Bezug auf die religiöse Bildung und Erziehung der muslimischen Gemeinde ernsthaft reagieren kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch darum geht, den Koran kritisch-liberal auszulegen. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Wo sind da die Eckpunkte? Also wir leben hier in Europa und zwar spezifisch in Europa, in Zentraleuropa, in Deutschland. Die Bedürfnisse der Muslime in Zentraleuropa sind von denen in Anatolien oder in Arabien entsprechend zu unterscheiden. Ich argumentiere immer wie folgt und sage, der Katholizismus im Rheinland unterscheidet sich von dem etwa in Bayern und dieser wiederum von dem in Brasilien. Und genauso ist es auch mit dem Islam. Die Grundfundamente jeder Religion sind gleich, aber die Ausprägung, die gesellschaftliche Praxis, sie ist unterschiedlich. Und genauso wird es auch mit dem Islam sein. Und wir brauchen hier in Deutschland einen anderen Zugang zum Islam, der sehr stark kritisch-analytisch ist, der reflektiv ist. Und an staatlichen Hochschulen hat man die Möglichkeit, authentische islamische Theologie zu betreiben, also kein Islam-Light oder irgendwie so etwas, was bestimmte Personen haben möchten. Nein, der Studiengang muss authentisch sein, aber andererseits auch fest auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen. Es gibt in Deutschland ungefähr 4 Millionen Muslime. Wir können uns mal eine Grafik angucken, wo die denn herkommen. Da sieht man ganz deutlich, 2 Drittel auf jeden Fall aus der Türkei. Der Rest verteilt sich über Länder wie Südosteuropa, Nahosten, Nordafrika und so weiter und so weiter. Nur 1/5 davon ist in religiösen Vereinen oder auch Gemeinden organisiert. Und da gibt es einige islamische oder sogar islamistische Gruppierungen, die immer wieder durch sehr radikales Auftreten unser Bild, das wir von Muslimen haben, überlagern. Unser Ziel ist, die ganze Welt zum Islam zu rufen. Unser Ziel ist es, in diesem Land die Festung des Tarut herabzureißen, dem Erdboden gleich zu machen. Tarut, das meint im Islam die Welt der Ungläubigen. Und dieser Mann meint damit Deutschland. Willkommen in der Welt der Salafisten, einer zwar sehr kleinen, aber lautstarken Strömung des Islam.
Salafisten akzeptieren keine von Menschen gemachten Gesetze, keine gleichberechtigten Frauen, keine politischen Parteien oder das Grundgesetz. Auch praktizierende Muslime, also die schon zu den streng gläubigeren Muslimen gehören, sehen die Salafia-Bewegung sehr kritisch. Und sie bereitet ihnen auch diverse Sorgen, weil sie mitbekommen, dass ihre eigenen Jugendlichen sich zum Teil von dieser klaren Ansage eines Schwarz-Weiß-Weltbildes, es gibt nur Gut und Böse und natürlich sind wir, Salafia, die Guten und der Rest der Welt ist sind die Bösen. Davon fühlen die sich extrem angezogen. Die Salafisten sind nur eine und eine sehr kleine von vielen islamischen Strömungen. In Deutschland gibt es Dutzende Verbände mit Predigten in verschiedenen Sprachen. 4 Millionen Muslime leben hier, aber nur 500.000 von ihnen praktizieren den Islam tatsächlich auch aktiv. Und innerhalb dieser kleinen Gruppe treten die extremen Strömungen, wie zum Beispiel die der Salafisten, besonders hervor. So wie auch Millî Görrisch. Seit fast 30 Jahren ist die Gruppe in Deutschland aktiv. Fast genauso lange beobachtet der Verfassungsschutz die fast 60.000 Mitglieder. Denn Millî Görrisch stellte immer islamische Werte über das deutsche Grundgesetz. Schaut, meine geliebten Kinder, wir sind Muslime. Auch wenn ihr europäische Schulen besucht, auch wenn ihr bei denen diese und jene Sitten mitbekommt, aber wir sind Muslime. Hat sich an der Haltung von Millî Görrisch etwas geändert? Teile von Millî Görrisch stellen das Grundgesetz überhaupt nicht mehr in Frage, sondern bekennen sich hundertprozentig zum Grundgesetz und zum kooperativen System zwischen Religion und Staat in Deutschland. Andere Teile tun es nicht. Also es gibt da wirklich beide Ebenen innerhalb dieses Verbandes. Und das macht den Umgang schwierig. Der Islam gehört zu Deutschland. Gut so. Aber mit manchen Facetten des Islams haben auch die Muslime hier Probleme. Kein Wunder, denn einen deutschen Islam gibt es noch gar nicht. Der Satz von Christian Wulff. Zu früh für christliche und muslimische Deutsche? Dann vielleicht gleich die Frage an unseren Gast. Wie würden Sie denn die Salafisten einordnen? Ja, die Salafisten sind sicherlich eine radikale Gruppe in Deutschland unter den Muslimen. Ja, eine Gruppe, die man der Extremisten zurechnen kann und darf. Und deshalb werden sie auch beobachtet vom Verfassungsschutz. Andererseits muss man natürlich auch klar feststellen, dass es verschiedene empirische Studien gibt zur Gemütslage der Muslime hier in Deutschland. Und diese Studien zeigen alle gemeinsam, etwa die der Bertelsmann-Stiftung, die der Deutschen Islamkonferenz, die der Adenauer-Stiftung, alle gemeinsam, dass über 90% der Muslime in Deutschland die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützen, befürworten und für das beste politische System erachten. Rund 1% der Muslime in Deutschland gelten nach den Aussagen des Verfassungsschutzes als extremistisch. Und gewaltbereit sind dann nochmal 0,1%. Also man muss sozusagen sich das Ganze auch nochmal vergegenwärtigen an Zahlen. Die richtige Quantifizierung ist wichtig für das Gesamtbild. Ansonsten hat man den Eindruck, dass bestimmte Gruppen, die zwar ordentlich lautstark sind, aber letztlich eine ganz kleine Minderheit unter den Muslimen bilden, sozusagen den Islam in Deutschland repräsentieren würden. Dem ist sicherlich nicht so. Es wird ja oft darüber geredet, dass gerade die jungen Muslime diejenigen sind, die sich radikalisieren. Sehen Sie das auch so? Ist da die größte Gefahr? Es gibt verschiedene Studien und Untersuchungen, die in der Tat sozusagen nachzeichnen, dass es unter Jugendlichen einen Andrang gibt zum religiösen Extremismus. Aber auch dort muss man sich hüten vor Pauschalisierung. Individualisierung, Pluralisierung macht auch vor muslimischen Haushalten nicht Stopp, sondern wir haben es vermehrt mit muslimischen Jugendlichen zu tun, ja, die in religiösen Angelegenheiten faktisch gar nicht bis wenig alphabetisiert sind. Also das muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen. Dann kommen wir doch mal zu den großen Vertretungen der Muslime hier in Deutschland. Größte ist die DİTİB, die Türkisch-Islamische Union, der Anstalt für Religion, hat über 800 Mitgliedsvereine. Können Sie die ein bisschen genauer beschreiben? Die DİTİB ist der größte Verband in Deutschland unter den muslimischen Vereinigungen. Sie unterhält, wie gesagt, 800 bis 900 Moscheegemeinden. Sie ist von ihrer Ausrichtung her sicherlich eine gemäßigte Organisation. DİTİB ist nach ihrem Selbstverständnis ein deutscher e.V., also quasi unterliegt dem deutschen Recht. De facto ist der Vorsitzende von DİTİB immer Botschaftsrat und die Imame Botschaftsrat der Republik Türkei.
Zugleich werden die Imame von den DİTİB-Moscheegemeinden als Staatsbeamte von der Türkei nach Deutschland entsendet, und zwar in der Regel für 4 Jahre. Die werden auch entsprechend bezahlt und sind auch entsprechend weisungsgebunden. Was könnte man denn aus Ihrer Sicht tun, um den deutschen Islam oder so eine Version, die einfach hier auch gut untergebracht wäre, zu fördern? Sehen Sie, jahrzehntelang wurde das Thema Integration und im Zusammenhang mit Integration auch Religion verschlafen. Wir hatten in den 70er Jahren es zu tun mit der sogenannten Ausländerpädagogik. In den 80er Jahren haben wir von der interkulturellen Pädagogik gesprochen. Und so langsam in den letzten Jahren sprechen wir auch von Religion, von Islam im Zusammenhang mit der Integrationsdebatte. Also mit Ausklammerung, mit Umschiffung werden wir das Problem nicht lösen können. Man muss das Problem effektiv angehen. Problem in Anführungsstrichen. Und religiöse Bildung und religiöse Erziehung ist auch ein Grundrecht eines jeden Menschen, auch eines Muslims. Und wir brauchen staatliche Institutionen und Einrichtungen, etwa an den Universitäten, etwa an den Schulen, um Religionslehrer, um islamische Theologen hier in Deutschland auszubilden. Und der Staat hat es mittlerweile auch verstanden, und zwar nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch auf den verschiedenen Länderebenen. Man richtet momentan beispielsweise entsprechende Institutionen ein an Hochschulen und an Schulen. Das sind wichtige Schritte. Was man momentan noch ein bisschen vermisst bei dem Ganzen, ist ein Masterplan. Also wir brauchen auch mittel- und langfristige Ziele. Was will man erreichen? Wie kann man am besten die religiösen Bedürfnisse der Muslime in Deutschland bedienen einerseits und andererseits auch dafür sorgen, dass die Bindung, auch die innere Bindung nach Deutschland stärker wird. Wenn Sie sich über die verschiedenen Organisationen mal informieren möchten, die wir jetzt gerade kurz angesprochen haben, dann empfehle ich Ihnen unsere planetwissen.de-Seite. Dort haben wir einen Link zum Beispiel zur Deutschen Islamkonferenz, deren Mitglied Sie ja auch sind. Da finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Organisationen. Sie finden auch sehr viele Zahlen, Daten, Fakten, unter anderem auch dieses Diagramm der Muslime in Deutschland, können Sie dort abrufen. Allgemeine Informationen aller Art, planet-wissen.de, dort haben wir das verlinkt. Bislang gibt es keinen islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen. In einigen Bundesländern wird aber in Modellversuchen das Fach Islamkunde unterrichtet. Zum Beispiel in dem Bundesland mit den meisten Muslimen in Nordrhein-Westfalen. Ridwan Bauknecht ist Muslim und Lehrer für Islamkunde an der Johannes-Rau-Hauptschule. Einer von 133 Schulen in Nordrhein-Westfalen, an denen das Fach unterrichtet wird. Bauknecht will hier in der 10. Klasse ein für Muslime sehr sensibles Thema anfassen. Es wird jetzt zum Beispiel auch der Begriff Islamismus eingeführt. Ein Begriff, den eigentlich viele Muslime überhaupt nicht gern haben, den sie nicht mögen. Trotzdem muss ich diesen Begriff ja auch einführen, weil er ist ja hier in den Tageszeitungen, in den Medien, also er ist ja ständig präsent. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Bauknecht. Die meisten seiner Schüler sind Muslime. Und einige haben Kontakt mit einem radikalen Islam in der Moschee, im Sport- oder Kulturverein. Zunächst klärt Bauknecht die Begriffe. Was sind Islamisten? Gewaltbereite Islamisten. Islamisten sind also welche, die auch den Islam gern als eine Art Richtschnur für Staat und Gesellschaft haben möchte. Sagen wir das einfach mal ganz offen. Also das Töten ist normalerweise Haram, das steht auch im Koran. Ja. So, obwohl die Erklär mal kurz, was Haram bedeutet. Sünde. Man darf keinen Menschen töten, obwohl er Moslem ist oder Christ oder ein Jude. Viele wissen auch schon, dass die 5 Gebete Pflicht sind und die lernen das halt hier im Islamunterricht. Ich erfahre mehr über meine Religion. Also mein Wissen erweitert sich dadurch. Religiöser Fanatismus ist Teil von Bauknechts Unterricht. Er will aufklären, zur Diskussion anreizen und schafft Raum für Prävention. Mein Problem ist aber, gegen wen kämpft ihr? Gegen wen? Gegen die pakistanische Armee, wo ein Vater sitzt oder ein Kind, was auch ein Muslim ist, ein Kind von einer Mutter? Es gibt viele offene Fragen. Ein Blick in Bauknechts Unterricht zeigt, wie wichtig er ist. Seit 6 Jahren macht er diesen Job und hat erste Erfolge. Bauknecht unterrichtet auch in der Grundschule. Hier steht ein Moscheebesuch auf dem Lehrplan. Seit 11 Jahren gibt es Islamkunde. Eine Notlösung, denn eigentlich warten die Muslime auf einen islamischen Religionsunterricht, so wie ihn die Christen haben. Wir bauen eine Moschee mit Kuppel und Minaret. Die Islamkunde ist an der Grundschule ein richtiger Erfolg, vor allem bei den Eltern.
Ich finde das natürlich unheimlich schön, einfach aus diesem Grunde, weil mein Sohn das sehr schön findet und nicht nur mein Sohn, sondern all seine Freunde, sowohl die muslimischen, aber auch die nicht-muslimischen. Darüber hinaus sind wir natürlich auch sehr froh, dass Religiosität hier in dieser Schule auch eine Rolle spielt. Also, dass man seine Religion ausleben kann, dass man sie praktizieren kann und dass Gott nicht völlig aus dem Schulalltag ausgedrängt wird. So, Getränke auch mal bitte wegstellen. Ritwan Bauknecht würde gern mehr machen, richtigen Religionsunterricht statt Islamkunde. Doch das ist bisher nicht möglich. Also bleibt es bei der Islamkunde. Auch die baut Brücken zwischen der islamischen Tradition und der Lebenswirklichkeit der Schüler. Ja, schön, Herr Bauknecht, dass Sie bei uns sind und uns jetzt selber über Ihre Arbeit berichten können. Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang Erfolg für Sie? Ja, zunächst einmal die Einführung des islamischen Religionsunterrichtes führt zu einer großen Akzeptanz unter der Elternschaft. Das ist erstmal ein Riesenerfolg, weil Eltern fühlen sich viel akzeptierter und zeigen dann eine größere Bereitschaft, sich an der Schule auch in anderen Dingen zu engagieren. Ne? Da ist also dann erstmal auf einer emotionalen Ebene ist da einfach Akzeptanz und Respekt da. Und das macht den Schulalltag viel einfacher und leichter und auch schöner, gemeinsamer. Und das Zweite ist, durch so eine Entwicklung einer islamischen Religionspädagogik, wir entwickeln Lieder in deutscher Sprache über den Islam, wir basteln, wir schreiben Gedichte, reden über unsere Religion in deutscher Sprache, dadurch entsteht etwas Neues. Und wenn ich merke, dass das bis in die Moscheengemeinden hineingetragen wird, dass die darüber sprechen mit dem Imam, dass manche Vorlagen aus meinem Unterricht im Moscheeunterricht benutzt werden oder dass Lieder zu Hause gesungen werden, ich das mitbekomme, dann freut mich das und das werte ich als Erfolg. Ja, das klingt so, als könnte man richtig was bewegen. Ne? Ja. Herr Bauknecht, Sie haben an diesem Lehrbuch für den Islamunterricht mitgearbeitet und das möchte ich Ihnen zu Hause empfehlen, da mal reinzugucken. Das ist ja ein absolutes Novum, Safir heißt es, und es ist vor allem auch für Nicht-Muslime mal interessant, was da für Inhalte vermittelt werden. Also, das wäre unser Buchtipp Nummer 1. Und als Buchtipp Nummer 2 haben wir natürlich auch noch eins von unserem zweiten Gast Bülent Uçar im Angebot. Er ist Herausgeber, die Rolle der Religion im Integrationsprozess. Das ist sowas wie ein Standardwerk zu diesem Thema. Da berichten also muslimische und auch nicht-muslimische Wissenschaftler zu vielen verschiedenen Facetten des Islam in Deutschland. Und auf unserer Internetseite im Web finden Sie natürlich auch noch viele, viele Facetten und Aspekte mehr, die wir heute gar nicht behandeln konnten. planet-wissen.de, da haben wir einen großen Teil über den Islam für Sie vorbereitet. Kurz und kompakt sind wir aber auch im Videotext vertreten, Seite 396. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber mich würde noch interessieren, Herr Uçar, Sie werden ja in Zukunft Imame ausbilden. Sie bilden bereits seit 2007 Religionslehrer aus. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Ausbildung dieser Leute in Deutschland? Also ich würde mir Imame wünschen, ich würde mir Religionslehrer wünschen, islamische Theologen wünschen, die in Deutschland sich heimisch fühlen, nicht nur ihre Gegenwart, sondern auch ihre Zukunft hier vor Ort sehen, der deutschen Sprache mächtig sind, die Religion, die Weltreligion des Islams auf dem Boden des Grundgesetzes vermitteln, und zwar kompetent und geeignet. Das wäre sozusagen meine Wunschvorstellung. Und ich glaube, dass wir mindestens noch 10, 20 Jahre daran arbeiten müssen, bis wir soweit sind. Entscheidend ist, wie man die Weichen aufstellt. Und durch die Deutsche Islamkonferenz, durch die ganzen neuen Institute, die demnächst aufgebaut werden, geht es alles in eine vernünftige Grundrichtung. Herr Bauknecht, Sie unterschreiben das. Haben Sie noch einen Aspekt darüber hinaus, der Ihnen wichtig ist? Ja, ich kann das alles nur unterstreichen und ich denke mir, wichtig ist die Begegnung der Menschen, Begegnung von Mensch zu Mensch. Also ich glaube, wenn man Sie beide so hört, da würde ich mich auch gerne reinsetzen und mal zuhören. Das klingt schon sehr erfolgversprechend. Das denke ich auch. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns so frei und interessant erzählt haben. Genau, danke schön und Ihnen danke fürs Zuschauen. Vielleicht haben Sie auch was gelernt. Danke und Wiedersehen. Tschüss. Thank you.